Es geht leider nicht in die Südsee, sondern wir müssen noch in der Kälte ein bisschen aushalten. Hallo meine Naturfreunde, willkommen zum Projekt Bauwagen Teil 4. Wie immer, die Sicherheits- und Arbeitsschuhe dabei. Und heute geht es darum, erste Arbeit hier, weil es ja ein Gefälle ist, ein Hang, möchte ich mal da so ein Plateau abgraben, damit es eben wird. Und dann lasse ich euch dabei zuschauen. Natürlich nicht die ganze Zeit, aber mal kurz, vorher, nachher sozusagen. So geht's nicht. Nee, mit dem Spaten geht's so nicht. Durch die Grasnarbe mit dem Spaten nicht. Okay. Gut, dass wir alles dabei haben. Mit denen werden wir jetzt die Grasnarbe durchschlagen. Und hier haben wir die untere Begrenzung und da wird aufgefüllt. Freunde, so machen wir das. Wenn die Grasnarbe durch ist, geht es zum Reinstechen. Und so tief dürfte es dann reichen. Jetzt ist als erstes Feuer angemacht. Da schauen wir jetzt auch mal gleich rein. Wir brauchen ja dann später was zu essen. Nach getaner Arbeit.
So, diese Tiefe, wenn dann auf der anderen Seite liegt, dann ist es fast eben. Und jetzt schauen wir mal ins Feuer. Es raucht zwar noch, aber wir schauen trotzdem mal rein, was die Bärbel wieder gemacht hat. Ah, es raucht nur. Genau. Bis jetzt tut sich noch nicht so viel. Genau, es tut sich gar nichts. Ja, ja. Das will heute nicht wirklich. Der Indianer Bärbel hat mich gerufen. Jetzt brennt, sagt sie. Oh, oh. Da verbrennt ja die Kamera, Freunde. Ja, das gibt ein schönes Abendessen. Zwar vegetarisch, aber das ist in Ordnung so. Hier weg und hier ran. So geht die Geschichte. Was es fürs Grillfeuer gibt, ich glaube mal schon. Kommt der Packesel mit dem Gras vorbei. So, jetzt wird die nächste Reihe runtergezogen. So geht das. Man darf schon dumm sein, haben wir schon gesagt. Was zu helfen, müssen Sie wissen. Hier werden gerade die Sonnenblumenkerne geröstet, die es zu unserer Zucchini gibt, die da im Wok gebraten werden. Und da ist Schafgarbe drin, Bärbel? Ja, da ist Schafgarbe drin. Schafgarbe, Labkraut und Brennnesselblätter, die habe ich jetzt gewaschen. Und das tue ich nachher zu den Zucchinis dazu. Okay, jetzt schauen wir mal, wo sie wächst und schauen wir uns das an, wie es endet. Okay. So, jetzt fängt es gerade zum Regnen an, aber das stört uns nicht. Hier ist die Schafgarbe, die wir hier ernten können. Und jetzt zeigt es euch mal, wie es funktioniert. Gell? Bärbel, walte deines Amtes. So lange Stängel brauchen wir da dazu? Nein, meistens ist sie kürzer, aber weil die Wiese hier so hoch ist, wächst sie auch so hoch. Die Schafgarbe ist aber alles ganz okay. Kann man die Dinger auch verwerten, die Stängel? Die Stängel kann man auch verwerten. Wenn man die Blätter wegmacht, dann hat man einen wunderbaren Stängel zum Gemüse aufspießen oder Fleisch kann man sogar zum Grillen verwenden, aha, weil der Stängel so fest ist. Aber nicht zum Essen, oder? Doch, der Stängel nicht, der Stängel selber nicht. Ja, das wollte ich wissen. Die Blätter und die Blüten. Okay. Und die Blätter, Schafgarbe, sind wie eine Augenbraue. Deshalb wird die Schafgarbe auch die Augenbraue der Venus genannt. Ah, schön, schöne Venus. Gut. Und okay. Die Schafgarbe wird auch die Petersilie des armen Mannes genannt. Sie ist sehr gesund, wird in der Volksheilkunde gegen Magenkrämpfe, Magenbeschwerde. Und man sagt auch, was dem Mund bitter, weil sie ist ein bisschen bitter, was dem Mund bitter, tut dem Herzen gut. Ah, jetzt, ja. So, jetzt haben wir wieder eine tolle Anekdote gehört von der Bärbel, von unserer Heilkrautkundlerin, Kräuterkundlerin. So, jetzt gehe ich wieder an meine Arbeit, Leute. Wird und dann ist schon Schluss. Da ist knapp die Mitte.
4 Meter mal 3 Meter rausgearbeitet und als nächstes kommt schon der Rechen dran. Der Rechen ist nicht dabei, jetzt muss ich mit dem gehen. And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. Zum Messer kommt zum Umrühren. Für alles zu gebrauchen. Ja. So, das ist noch schön anrösten. Feuer habe ich auch wieder reingemacht. Und dann wird es. Genau. Ich hab schon Hunger. Wieder, jetzt kannst du das nämlich mal filmen, wenn es richtig brutzelt. Ja, das hört man gut. Ah, da kommt der Wald mit rein. Wald, du bald wieder mit fest, das ist so schwer. Schweres Brett. Ja. Die Tomaten sind ja die vom Markt, die sind ja aus unserer Region unterstützt. Unterstützte Tomaten, jawohl. Ja. Ah, oh, das sieht gut aus. Frisch gesammelte Kräuter und Brennnessel. Ja, sowas gibt es bei mir noch zum Essen hier. Wenn man umrühren darf, wie es ausschaut. Ah, oh, schauen wir die Farbe an. Eieiei. Ei, ei. Ja, wenn es uns nicht gut geht, dann weiß ich nicht. So, und jetzt wieder auf die Arbeit zu. Na, wird es eben. Was meint er? Ich glaube ja. Ich glaube, es wird eben. Ja, so ist die Kamera im Wasser. Also es wird eben. Sieht gut aus. Ja, oder? So, auf der Unterseite sieht man jetzt, dass 40 cm aufgebaut worden ist. Und jetzt wird es mit Schläger runtergestampft und begradigt. Und schon ist die Fläche eben. Mehr wollte man nicht machen. Gibt es ja nochmal was. Käse überbackenen, mit Emmentaler überbackenes, selbstgebackenes Brot. Ohne Hefe. Nur mit Sauerteig. So wollen wir es haben. Ja, und du da drin. Oh, da geht's heiß raus. Klasse. Einfach auch mal ein saures Radler. Der Peter kennt sowas noch nicht. Saures Radler. Noch nie was gehört. Ja. Aber wir müssen mit die Finger essen. Also nicht zu genau hinschauen, weil das Ding ist mitgenommen worden, Besteck zum Waschen und leider nicht mehr mit hergekommen. Also, jetzt. Kurze Unterbrechung. Lass mal her und zeig's mal unten her, das darf man ruhig her zeigen. Natur pur, Freunde. Schaut's mal. Wunderbar. So wie es der Piet noch haben möchte. Keine Scheu. Beim Camping ist es immer so. Und jetzt seht ihr mal, wie man da essen muss, wenn man kein Besteck hat. Da rein, aufgegabelt, ah, und abgebissen, ganz einfach. Oh. Ist sie heiß wieder. Heiß ist es auf jeden Fall. Ja. Nicht nur das Wetter. Ja. Jetzt regnet es fast nicht mehr, ist gut. Schauen wir es mal von Weitem an, wie es geworden ist, unsere Baugrube. Also ich finde, dass es schön eben geworden ist. So, passt soweit, Freunde. Hallo Freunde, es geht wieder zur nächsten Episode Bauwagen. Heute müssen wir das Rauchrohr versetzen. Letztes Mal habe ich ja noch ein bisschen ausgegraben, das zeige ich euch jetzt auch nachher.
Und wir gehen jetzt gemeinsam zu, ja, zu Friederike. Genau. Otti haben wir auch dabei heute. Und fahren zum Bauwagen. Brauchen wir die Friederike dazu. Okay. Also, bis nachher. Werkzeug haben wir dabei. Eimer haben wir dabei. Eimer haben wir dabei zum Obstlesen. Viel gibt es noch nicht, aber ein bisschen was müssen wir abnehmen. Lass dich erwischen. So was macht man nicht. Gussarte schreien. Hört ihr sie? Die Wolken schauen ziemlich bedrohlich aus, Freunde. Schaut mal. Dort oben sieht es gut aus. Ah, da ist der Bauwagen. Ja, das ist schön. Der Otti schaut, was der da macht, der Bus hat. Schauen wir mal, ob unsere Eidechsen da sind. Nein, denen ist zu wenig warm, die kommen nicht raus. Hier ist schon wieder ein bisschen was passiert. Hier ist ein Plateau gebaut worden. Bei 30 Grad. Habe ich aber nicht gefilmt. Da kann man jetzt auch Gartenmöbel aufstellen. Da ist die Fläche fertig. Ein bisschen mit Rindenmulch zugemacht. Und jetzt geht es an den Ofen ran. Gell, Freunde, jetzt schauen wir uns das an. Ihr wisst ja, der Ofen ist reingekommen und der hat das Rauchrohr an der falschen Stelle. Und das ist, muss jetzt umverlegt werden. Von da musste ich leider die Schrauben rausbohren. Nach hinten. Das machen wir nachher zusammen. Okay? Der Rauchrohrstutzen muss jetzt hinten ran. Der war auf dieser Seite. Da war er zuvor. Natürlich hinter dem Blech. Aber der muss jetzt hinten ran. Und hier muss mit diesem Verschluss zugeschlossen werden. Die drückt die Feder da dagegen und die drückt dann die Platte gegen diese Dichtung. Und da lege ich noch eine Dichtung rum, dass kein falscher Rauch raus kann. So, diese Runddichtung lege ich da rundherum. Eine Stärkung zwischendurch, eine von der Äpfel probiere ich. Und wir versuchen jetzt ein bisschen einen Kleber herzustellen mit ein bisschen Zuckerwasser, damit wir hier die Dichtung reinkleben können. Das machen wir jetzt. Lecker süß. Wunderbar.
Jetzt mein Deckel auf, Freunde. Den zuckergeklebten Deckel setzen wir jetzt auf. Das hat schon mal funktioniert. So, Freunde, ist drauf der Deckel, Dichtung ist drin. Angezogen und fertig. Das Ganze hinten noch. Haben wir es geschafft. Da müssen wir jetzt den Rauchrohrstutzen noch ansetzen. Und dann kommt es praktisch da so drauf. Seht ihr das? So, Zuckerdichtung rein, fertig. So, Freunde, die Dichtung ist drin. Und jetzt wird zugeschraubt, beide Schrauben, und schon kann das Rauchrohr angesetzt werden, wenn wir es dann endlich haben. Festhalten wir will. Den langen Ansatz nehmen. Ich meine schon wohl, was ich genommen habe. Mit dem kurzen schaffst du es nicht, gell? Ja, hab ich. So, Freunde, geschafft. Bärbel hat ihn in der Gegend gehalten. Alles gut. Alles dicht, alles gut. Ein echter Küppersbusch. Hier kann man aufmachen. Den Deckel. Kann man oben was erwärmen. Hier ist die Schür. Die Vorgänger haben natürlich nichts rausgetan. Einen Dreck drin gelassen, den wir gekauft haben. Ich glaube 30 Euro haben wir bezahlt. Und hier hat man praktisch den Zug. Kann man hier den Zug verstellen. Das ist einwandfrei. Passt. Rauchrohr ran, fertig. Eine Absicherung bauen, damit die Äpfel nicht runterrollen können. Da brauche ich drei Stützen. Ha, das mag nicht recht. Schauen wir mal an der Seite an, ob die mag. Ja, das reicht. Das nehmen wir her, das Teil. So, jetzt haben wir es anders hingestellt. Jetzt können wir face to face sitzen und trotzdem den Ofen noch betreiben und bedienen. Gell? So, dass die Äpfel nicht runterrollen können, machen wir jetzt da zwei Bretter hin. Und wenn sie dann runterrollen, rollen sie gegen die Blätter, weil da geht es so steil runter und da würde es jetzt abstützen. Den wir gerade gemacht haben. Einmal. Die habe ich schon vorbereitet. Close my eyes, not pretend. I don't wanna start. Ich weiß nicht, ob sie gerade aufgenommen hat, aber mache ich schnell nochmal. Hier die Absperrung, wenn die Äpfel runterfallen, dass sie den Hang nicht runterrollen können. Gell? Ja, der schaut doch schon ganz gut aus, der Apfel, oder? Ah, nicht schlecht. Oder die hier, die roten. Der schimpft da. Da an denen sind auch viele Äpfel dran, schaut mal. Sieht nicht schlecht aus. Schaut mal, wie schön das wieder da hinten ist. Herrlich. Unsere Zeugenberge.
die drei. Das ist zwar ein Baum, aber spielt keine Rolle. Und dann geht's der Teck rauf. Und da geht's zur Teck rauf. Schaut euch mal die herrliche Stimmung an. Wahnsinn. Da drüben. So, Freunde. Das Ofenrohr ist angeschlossen. Ich habe bloß keine Kamera dabei gehabt. Ist alles perfekt, so wie es sein soll. Und nach draußen verlegt. Und draußen habe ich es dann noch mit einem Gitter versehen, dass keine Vögel reinbrüten können und keine Mäuse rein können. Außen habe ich es auch festgenietet. Hier mit so einem Laschen. Und 45 Grad schräg abgeschnitten und ein Gitter vorgemacht, damit praktisch keine Vögel reinkommen. Und die Funken, die rauskommen, können auch nicht so groß sein, damit es keinen Brand geben kann. So, das ist quasi der Abschluss von unserer Geschichte. Hier den Platz, den habe ich euch ja schon gezeigt, habe ich auch rausgegraben, damit eine ebene Fläche ist. Ja, dann schließen wir die Geschichte ab. Danke fürs Dranbleiben, Zuschauen. So Leute, das ist jetzt der Punkt, den ich euch noch zeigen wollte, ganz zum Schluss. Dass wir den Ofen mal in Gang nehmen. In Betrieb nehmen. Feuerexperte Bärbel macht das dann. Naja, da gucken wir mal, ob das was wird. Aber nur wenn wir müssen eine kurze Hitze erzeugen, damit die Rauch, die kalte Säule aus dem Kamin rauskommt. Schauen wir mal, ob wir einen Zug herbringen. Also brennen tut's, knistern tut's auch. Und tatsächlich zieht er und raucht er. Leute, schaut mal. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Er raucht, er zieht. Das ganze Tal wird verräuchert. Das hat sie wieder aufgemacht, die Bibel. Man könnte denken, es ist Nebel, gell? Weil es der Rauch, der ins Tal runterzieht. Da ist ja schon die volle Hitze drin. Schaut ja echt gut aus. Jetzt brennt er schön sauber, ja. Jetzt wissen wir, dass er geht, der Ofen. Super, beide Pfannen schon voll heiß. Peter, weißt du, dass man einen Fisch mit den 3S bearbeitet? Säubern, säuern, salzen? Nee, woher soll ich das wissen? Sauber war er ja schon. Also gut, dann haben wir jetzt gesäuert mit Zitrone und gesalzen. Sehr gut. Dann kann man jetzt in die Pfeffer, ich möchte auch Pfeffer drum haben und Paprika. Auf ja, meinen. Das kannst du nachher drauf machen. Auf meinen. Ja. Soll einer sagen, der brennt nicht, der Ofen? Ja, der brennt. Brennt wunderbar. Er. Ja. Ein wunderbar. Küppersbusch. Was macht mein Wildlachs? So, dazu gibt es jetzt dann eine Bier-Senf-Soße. Die können wir aber erst am Schluss machen. Bier und Senf.
Und das die Sud von diesem schönen Fisch. Und das gibt die beste Soße der Welt. Biersenfsauce, Zucker. Ja. Auch auf deinen Fisch, Peter? Ja, ein bisschen. Biersenfsauce mit Zucker. Lecker. Ein bisschen Öl. Sieht gut aus. Jetzt steht einer romantischen Nacht im Bauwagen nichts mehr im Weg. Und so eine tolle Nachspeise noch. Wahnsinn, hey. Schauen wir mal. Hier innen 23,5 Grad, draußen 16, kann das sein? Oder wo sind wir denn? Ja, also der Ofen heizt wunderbar und wir haben die Türen offen gehabt. Man sieht es leider ganz schlecht. Und die Venus ist oben, sagst du? Ja, genau. Und das mitten in der Nacht beim Bauwagen. Schön.